Moin, liebe Trickser und Zauberei-Interessierte. In diesem Video lernt ihr das hier, den Pinky Count zum Pinky Break zum perfekten Double Lift. Wie sorgen wir während eines Zaubertricks unauffällig dafür, dass unser kleiner Finger unterhalb einer bestimmten Karte landet? Wie sorgen wir unauffällig dafür, dass wir mehrere Karten umdrehen können und es aussieht, als wäre es eine Karte? All das lernt ihr in diesem Tutorial-Video. Und bitte, liebe Trickser, keine Fragen zur Wohnung hier in die Kommentare. Dazu gibt es demnächst auch noch mein eigenes Video. Weil es da viel Verwirrung gab, werde ich nie wieder mit Tobi Videos machen, werde ich nie wieder vom Tonstudio ausdrehen. Gibt es keine Let's Plays mehr, kein Battle of the Bros. Dafür ein eigenes Video die Tage, okay? Geduld. Und ein kleiner Hinweis, falls du mein letztes Video nicht gesehen hast. Das war die Erklärung zum Magic Kiss Trick, nach der mich ganz, ganz viele von euch gefragt haben. Ja, ich habe ihn jetzt mittlerweile erklärt. Wenn ihr wissen wollt, wie ihr selber diesen Kartentrick machen könnt, dann schaut, wie gesagt, das letzte Video. Verlinke ich euch in der Infokarte da oben, aber auch nochmal am Ende in der Endcard. Wenn ihr jetzt nicht klicken wollt, sondern erstmal dieses Video schauen wollt. Und dranbleiben, denn am Ende vom Video löse ich endlich mein Versprechen ein, eure eingesendeten Thumb-Fans anzuschauen. Ich hatte ja in der vorletzten Folge Zauberei Basics den Thumb-Fan erklärt und euch dazu aufgefordert, mir auf Instagram Videos zu schicken, wie ihr den performt. Das habe ich bisher immer vergessen, aber das hole ich jetzt nach. Beginnen wir jetzt aber die heutige Folge. Zauberei Basics mit Mr. TrickXL. Ja, meine Close-Up-Matte ist immer noch nicht da, deswegen benutze ich hier diesen YouTube-Karton als Hintergrund. Verzeiht mir. Okay, die Durchführung ist eigentlich sehr simpel. Wir halten das Deck im Standard Mechanics Grip. Zeigefinger oben auf das Deck, die drei Finger rechts vom Deck und das Deck liegt links an unserem Daumenballen. Das ist unsere Standardposition, die jeder von euch kennt und aus dieser Position heraus machen wir den Pinky Count. Was wir variieren, ist die Position des Daumens. Den legen wir jetzt nämlich hier oben links auf die Ecke und dadurch können wir Folgendes tun. Wir können auf das Deck, ich hoffe ihr könnt das sehen, ich übertreibe jetzt mal ein bisschen, wir können hier extremen Druck aufbauen auf das Deck. Ja? Wir können es so verbiegen, ich hoffe ihr seht die Biegung, so wäre es gerade. Und so stark können wir es verbiegen und dadurch Spannung aufbauen. Und diese Spannung nutzen wir aus. Den kleinen Finger legen wir jetzt hier rechts an die Kante und bewegen die Spitze des kleinen Fingers ein wenig hier hin. Ich hoffe, das seht ihr. Die rechte Kante wird dadurch nicht mehr gerade von oben nach unten verlaufen, sondern sie wird ein wenig so zur Seite geschoben sein, ja? Sodass hier eine schiefe Ebene ist, eine Kartentreppe so gesehen, ja? Also Mechanics Grip. Und der kleine Finger sorgt dafür, dass die Karten hier ein wenig zur Seite geschoben werden. Und mit dem Daumen übe ich Druck aus. Zwischen Daumen und kleinem Finger. Die anderen Finger können theoretisch loslassen. Die beiden Finger hier machen den Pinky Count. Und zwar, wenn wir in dieser Position angekommen sind, ihr müsst ein bisschen experimentieren, was für euch die beste Position ist. Dann halten wir das Deck hier oben links mit dem Daumen fest. Der Zeigefinger kann so ein bisschen noch unterstützen hier. Und mit dem kleinen Finger drücke ich jetzt hier ganz sachte, immer doller und doller und doller. Ich helfe jetzt mal mit dem rechten Daumen nach. Ich drücke immer doller und doller runter, bis hier eine Karte schon abspringt. Wir bewegen den kleinen Finger jetzt unter Druck und unter der Spannung, die wir auf das Deck aufbauen. Unter diesem Druck bewege ich den kleinen Finger jetzt langsam hier diese Kante entlang nach unten. Ganz langsam, Millimeter für Millimeter. Und mit dem Daumen ziehe ich gefühlt nach dorthin. Ja, das fühlt sich an, als würde ich ziehen. Ich ziehe natürlich nicht wirklich hier, ja, das hier mache ich nicht. Aber es fühlt sich vom Druck her so an im Daumen, als würde ich hier in diese Richtung ziehen. Und der kleine Finger bewegt sich langsam die Kante entlang nach unten, bis hier eine Karte abspringt. Noch eine Karte abspringt, noch eine, noch eine. Eine Karte nach der anderen springt hier ab. Wir können so Karte für Karte das gesamte Deck durchgehen und so viele Karten abzählen, wie wir wollen. Wir können dadurch also einen Pinky Break unter der obersten Karte holen. Zack. Wir können auch einen unter den obersten zwei holen. Jetzt habe ich einen Break unter zwei Karten, der sogar sehr, sehr klein ist und unauffällig und kann in diesen Break hineingreifen und einen perfekten Double Lift machen. Ich kann diese zwei Karten hier umdrehen, als wäre es eine Karte und sie dann wieder zurückdrehen. Und ganz wichtig, was ich vorhin beim Dreh vergessen habe zu sagen, deswegen jetzt kleiner Nachtrag mit dem Handy, variiert den Winkel. Normal guckt der Zuschauer ja von vorne, von oben auf das Deck. Aus dieser Position sieht der Zuschauer die Biegung hier vorne in der Ecke. Wenn ihr also einen Pinky Count machen wollt, macht es nicht so, ihr seht. Zack, das Hochspringen der Karte, das sieht der Zuschauer alles. Wenn ihr den Pinky Count macht, dreht diese Ecke weg vom Zuschauer. Lasst ihr am besten entweder auf die Rückseite eurer Hand schauen, ja? Hier sieht er überhaupt nicht, was ihr hier macht, aus dieser Position hier. Also wenn ihr im Stehen vor einem Zuschauer performt, dann lasst die Hand einfach nach unten baumeln, baut in dem Moment Augenkontakt auf und habt das Ganze auf Hüfthöhe und macht da ganz entspannt den Pinky Count. Wenn ihr das aber am Tisch macht, Close-Up wie auch immer, und der Zuschauer schaut wirklich auf eure Hände, oder wenn ihr das vor einer Kamera machen wollt, so wie ich in meinen Videos, dann könnt ihr natürlich nicht den Blick des Zuschauers weglenken und auch nicht einfach das Deck außerhalb des Kamerafeldes nehmen, auf Hüfthöhe. Sondern wenn ihr das Close-Up oder vor Kamera macht, dreht wirklich die Hand entsprechend weg. Stellt euch von Spiegel, guckt, was sieht am natürlichsten aus. Ich mache es zum Beispiel so. Normal guckt der Zuschauer so auf das Deck und ich nehme dann andere Karten in meine rechte Hand, sodass es völlig natürlich wirkt, wenn ich mit der linken Hand dann das Deck umdrehe. Oder einfach das Deck so ein bisschen hier zur Seite kippe, ja? So sieht der Zuschauer den Pinky Count schon. Nur noch ganz bisschen. Beziehungsweise hier, ja? Das wollte ich unbedingt noch dazu gesagt haben. Variiert den Winkel, der ist ganz, ganz wichtig. Stellt euch von Spiegel und guckt, aus welchem Winkel sieht man den Pinky Count und aus welchem Winkel eben nicht. Ich kann das Ganze auch mit drei Karten machen. Ich kann das Ganze auch mit acht Karten machen. Ich zähle also sachte ab. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8. Und je weiter wir nach unten gehen, desto schwieriger wird es und desto anstrengender wird es dann im Daumen und im Unterarm. Ja, hier arbeitet wirklich jeder Muskel mit. Aber ich habe hier jetzt, glaube ich, wirklich 8 Karten abgezählt. Wir prüfen das mal. Also 6, 7, 8. Hat geklappt. Was euch anfangs auf jeden Fall passieren wird, ist das hier. Ihr werdet auf jeden Fall den hier aus Versehen machen. Euch werden mehr als eine Karte anfangs wegspringen. Zu wenig, zu viel, wie auch immer. Auf jeden Fall werdet ihr anfangs noch nicht die perfekte Kontrolle über die Karten haben und das ist überhaupt nicht schlimm, ja? Ihr bekommt die Kontrolle schon. Ihr werdet es langsam lernen. Wichtig ist die Position des kleinen Fingers, ja? Benutzt nicht hier diese Fläche, benutzt eher die Fingerkuppe, die Spitze vorne. Die ganze Fläche hier kommt auf das Deck. Aber das Abriffeln der einzelnen Karten passiert genau an dieser Stelle, hier vorne in der Fingerkuppe. Ich hoffe, ihr seht das. Mit der Fingerkuppe kann ich hier wirklich jede einzelne Karte abzählen. Einfach nur durch den Druck, den ich mit dem Daumen ausübe. Der Daumen drückt, der kleine Finger hält stand. Eigentlich fühlt es sich an, als würde ich hier auf gar keiner Seite ziehen. Ja? Es fühlt sich nicht so an, als würde ich den kleinen Finger irgendwie großartig bewegen oder so. Es ist einfach nur Druck ausüben und sachte mehr Druck mit dem Daumen ausüben und mit dem kleinen Finger mehr standhalten und ihn langsam nach unten bewegen, um dann die Karten einzeln abzuriffeln. Dadurch können wir jetzt hier, das wäre jetzt ein Fünffachlift, ja? Das ist die 1, 2, 3, 4, fünfte Karte. Nee, die sechste. Das war gerade ein Sechsfachlift, ja? Das war der Pinky Count. Das war's. Mehr gibt es da nicht zu wissen. Es ist eigentlich ganz, ganz einfach. Reine Übungssache. Setzt euch hin und übt das vernünftig ein, liebe Trickser. Dann kriegt ihr das auch wunderbar ohne Sorgen und ohne Probleme hin. Wichtig ist, seid mit sowas selbstbewusst. Wenn ihr merkt, ihr seid unsicher bei so etwas, dann lenkt beispielsweise den Blick des Zuschauers in eure Augen. Wenn ihr es nicht schafft, dass der Zuschauer euch in die Augen schaut, sondern die ganze Zeit auf eure Hände starrt, macht einfach gar nichts. Guckt ihn einfach an. Irgendwann wird der Zuschauer von euren Händen nach oben gucken und sich denken, hä, was ist denn jetzt? Was willst du von mir? Die werden denken, dass ihr etwas erwartet von ihnen. Die werden denken, sie müssten etwas sagen oder sie werden einfach nur verwirrt sein. Auf jeden Fall kriegt ihr sie so dazu, Augenkontakt mit euch aufzunehmen. Einfach nichts sagen, bis sie euch in die Augen schauen. Und in dem Moment, in dem ihr dann einen Blickkontakt habt, da beispielsweise den Pinky Count machen oder welche Technik auch immer euch schwerfällt. Und glaubt mir, die Zuschauer kennen sich nicht mit Zaubertricks aus. Auch wenn man ein bisschen sieht, dass eure Finger sich in irgendeiner Form bewegen, dass eure Finger sich ein bisschen verkrampfen oder so. Ein Zuschauer wird dadurch nicht darauf rückschließen können, wie der Trick funktioniert. Glaubt mir. Ich spreche aus Erfahrung. Danke, dass ihr heute mit dabei wart. Es hat mir riesigen Spaß gemacht. Wir sehen uns dann morgen zu einem neuen 30-Sekunden-Trick. Ich weiß noch nicht, wann ich dieses Frage-Beantworten-Video mit einschieben werde, aber ich halte euch immer auf dem Laufenden, ja? Ihr seid die Letzten, denen ich da irgendwas verheimliche. Das geht euch nämlich was an. Wie hier der Stand ist, wie sieht es mit den Videos aus, wie sieht es damit aus, habe ich mittlerweile Internet? Und bevor ihr fragt, nein, ich muss immer noch aus der Uni hochladen. Bis morgen 14 Uhr und falls ihr bis dahin nicht abwarten könnt, verlinke ich euch unten links von mir mein letztes Video. Das war die Erklärung zum Magic Kiss Kartentrick. Und unten rechts von mir gibt es sonst das letzte Zauberei Basic Video. Vergesst nicht, mir auf meinen Social Media zu folgen, vor allem auf Instagram und Snapchat bin ich ganz, ganz aktiv. Bis morgen, euer Mr. Trick 6L. Ciao.